Hi, ich bin's euer Stefan und in diesem Video geht es darum, vegan ist zu extrem. Ihr habt das bestimmt auch schon mal gehört, vor allem von den Mischköstlern. So, boah, vegan, das könnte ich nie. Vegan ist doch voll übertrieben, das ist doch voll unnatürlich. Der Mensch ist dafür gemacht, Fleisch oder tierische Produkte zu konsumieren. Wenn man jetzt aber einfach den Spieß umdrehen möchte, was ich auch gerne mache, ist einfach, man guckt sich doch mal an, wie wir uns eigentlich heute ernähren. Also die Mischköstler vor allem, wie die sich heute ernähren. Extrem viel Fleisch, eigentlich täglich ist Fleisch auf dem Teller. Ständig wird irgendwo Milch getrunken zum Frühstück. Milch wird in die Soße gehauen oder Butter wird mit in die Soße gemacht und so weiter. Oder halt mit Butter gekocht und so weiter. Also überall sind tierische Produkte drin. Und das ist meiner Meinung nach extrem. Das ist nicht mehr normal. Wenn man mal überlegt, wenn man zurückdenkt, 30, 40 Jahre gerade mal, das ist eigentlich nicht mehr die Welt, das ist nicht mal ein halbes Jahrhundert, da wurde nicht mal anhiebsweise so viel Fleisch gegessen oder so viel tierische Produkte nicht mal anhiebsweise so viel gegessen, weil es auch nicht so viel gab, weil es diese Massenproduktion nicht gab. Aber dazu komme ich gleich. Einfach diese Mengen, da gab es mal einen Sonntagsbraten. Sonntagsbraten, das Wort kennt wahrscheinlich jeder von euch. Das war halt so, dieses einmal in der Woche Fleisch. Das war normal. Jetzt wird aber jeden Tag Fleisch konsumiert und teilweise Frühstück halt Wurst, Mittagessen vielleicht irgendwie ja, Spaghetti Bolognese, halt eben mit Hackfleisch drin. Und abends wird dann vielleicht eine Pizza gegessen oder ein Steak oder so, mit auch mit Wurst drauf oder Salami und so weiter. Also das ist meiner Meinung nach auch viel zu extrem. Diese Mengen, die wir heutzutage an tierischen Produkten in der westlichen Zivilisation konsumieren, das ist meiner Meinung nach viel zu extrem. Und genauso ist es mit der Massentierproduktion. Das ist doch eigentlich total extrem, was wir hier machen. Wir müssen so viele Tiere in Massen züchten und halt eben auch noch mit Ernährung füttern, diese schnell zum Wachsen bringen, damit wir überhaupt diesen Bedarf an tierischen Produkten in unserer westlichen Zivilisation decken können. Und das ist meiner Meinung nach absolut extrem. Wenn zum Beispiel zu uns Veganern einer sagt, so, ja, ihr mit eurem Soja, über 90% des weltweiten Sojaanbaus, die gehen in die Tierproduktion. Also die werden an Tiere verfüttert. Und wenn man mal überlegt, über mein Bein krabbelt da gerade ein Viech. Ich habe es nicht umgebracht, ich habe es nur weggewischt. Nur so vorweg gesagt. Wenn man mal überlegt, wo bin ich jetzt stehen geblieben, genau bei der Massentierproduktion. Wenn man mal überlegt, man muss über 15 Kilogramm pflanzliche Lebensmittel in ein Tier stecken, damit gerade mal ein Kilogramm Fleisch rauskommt. Der Wasserverbrauch ist auch ganz, ganz enorm. Also wieso so viel pflanzliche Lebensmittel vergeuden, um die in tierische Produkte zu stecken, dafür, dass viel, viel weniger rauskommt. Das ist meiner Meinung nach, auch dieses Verhältnis ist meiner Meinung nach absolut extrem und sollte eigentlich nicht sein. Stattdessen sollten wir doch lieber gleich die Pflanzen verwenden, wovon wir viel, viel mehr hätten und viel, viel einfacher ist. Auch der Wasserkonsum, der ist ja das Zigfache. Ich glaube, 200, 300 Mal so groß für ein Kilogramm Fleisch wie für ein Kilogramm pflanzliche Lebensmittel. Also das ist absolut derbe und das finde ich auch extrem. Auch habe ich ein gutes Beispiel, wie sich, juckt es hier in der Nase, ich habe eigentlich keinen Heuschnupfen, aber trotzdem ab und zu juckt dann doch mal etwas in der Nase. Wenn man einfach mal 20, 30 Jahre zurückguckt, also ich kann mich noch an meine Kindheit erinnern, wenn ich durch einen Nachbarort gelaufen bin, da waren überall Kühe, überall Kuhglocken, überall hast du das Muhen hören. Heute gibt es das nicht mehr. Also das Nachbarkaff von mir, das sind vielleicht so 400, 500 Einwohner, vielleicht auch 200, 300, ich bin mir nicht ganz sicher, könnten auch mehr sein. Ich habe mal nachgefragt, beziehungsweise meine Mutter hat sich mal erkundigt, jetzt gibt es nur noch einen Bauernhof, der Kühe hat in dem ganzen Ort. Die anderen wurden alle, im Endeffekt kann man so sagen, von der Massentierproduktion vernichtet. Und das ist meiner Meinung nach extrem. Deswegen mein Schlussfazit sozusagen, ich finde, vegane Ernährung ist definitiv nicht extrem. Vielleicht wäre ein Mittelweg normal, aber dahin, wo diese tierischen Produktion geht, das finde ich, das ist zu extrem, viel zu extrem, nicht nur extrem, sondern viel zu extrem und sollte definitiv nicht sein. Und ich finde, vegan ist auf jeden Fall eine gute Gegenantwort, um einfach mal aufzuzeigen, was Sache ist, was eigentlich wirklich extrem ist. Deswegen tragt die Botschaft nach außen, schreibt unten eure Meinung mal dazu, würde mich über einen Daumen hoch freuen und wieder die falsche Richtung, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.